Freunde, was geht ab? Hier ist wieder Pedi mit dem dritten Part zu Armageddon von Blattgrün. Im Part davor... Maus, so, dankeschön. Im Part davor war es richtig geil, wir haben den ersten Orden geholt bei Robert Flach. Ich komme darauf immer noch nicht ganz klar. Jedenfalls sind unsere beiden Teammitglieder, Blue Lantern, aka Lumpy, und Kra, aka Kramurks, beide Level 24. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, das ist pfiffig und ja, beide Verteidigungswesen, saugut. Naja, ich würde gerne mal in diesem Part weiterlatschen und ein bisschen von wegen nächstes Teammitglied und so, ne? Wäre gar nicht mal so übel. Tu mal gerade hier Tränke, wie viel können wir uns denn holen? 12, ich würde mal sagen, wir holen mal 6, dann haben wir 10. Und können uns 10 Pokébälle, 5 Stück. Ja, 5 ist gut, 5. Weg, weg. Den Rest sparen wir erstmal ein bisschen. Die 1072, die wir hatten, oder wie viele das auch immer waren. Okay, ah, stimmt ja. Da kommt ja dieser Assistent da. Turbotreter, dankeschön. So, weg mit dir. Brief ist dabei. Oh, weil niemand weiß, wie die Turbotreter geht, ey. Normale Geschwindigkeit mit Speed. Turbotreter-Geschwindigkeit. Und Turbotreter-Speed. Diesen Speed werden wir auch in Zukunft hier benutzen. Wir schwanken zwischen Turbotreter-Speed und normalem Large-Speed. So, ich benutze erstmal diesen normalen Large-Speed, weil der ist ziemlich chillig. Muss gerade mal schauen. Ja, Gras kommt erst weiter. Von daher würde ich mal sagen, wir gehen weiter, damit wir halt weiterkommen, ne? Ich trinke nebenbei meine schöne Milch und kämpfe gegen Ricardas Tauboga und Ibitak Doppelkampf. Ich habe nicht mit gerechnet. Scheiße. Oh, fuck. Oh, shit, ey. Habe ich nicht mit gerechnet, ey. Doppelkampf, da müssen wir aufpassen. Ich glaube, die Route wird hart hier. Jedenfalls erstmal Ibitak fett paralysiert gehabt. Jawohl. Ey, wenn es eine Sache gibt, die ich nicht leiden kann, dann ist es der nuttigste Sandwirbel, den es auf dieser Welt überhaupt gibt. Wenigstens haben wir jetzt beide paralysiert, also haben wir wenigstens irgendeine Chance gegen die beiden. So. Na komm, erstmal Ibitak aus dem Weg räumen. Und dann macht Ruckzuckhieb, er robbt's einfach, ihm bockt's halt nicht. Ey. Der überlebt. Der. Oh. Da geht gar nichts mehr. Da geht relativ wenig. Wenigstens macht er keinen Ruckzuckhieb, ey. Fuck. Ja, Sandwirbel. Kennen wir. Kennen wir ja schon. Same procedure und bla. Ich glaube, so ist erstmal besser. Jawohl, kann ich angreifen. Das geschieht dir recht, du Nuttenkind, ey. Und das geschieht uns wahrscheinlich recht. Der kann einfach nicht angreifen. Das gefällt mir richtig. Superschall geht daneben um. Ah, stimmt ja wegen Sandwirbel. Voll vergessen, ey. Ja, dankeschön, Kra. Du hast es drauf, mein Lieber. Du hast es einfach drauf. Oder fällt mir gerade ein, stimmt, wir hatten ja damals beim Perl-Metronom-Run einen Kramchef gehabt mit dem Namen Al Capone. Boah, Al Capone war pervers und mies. Deswegen finde ich es geil, dass wir jetzt auch einen Kramurks im Team drin haben. Puh. Mir ist was eingefallen, beziehungsweise aufgefallen. Wir haben ja gar nicht den nationalen Pokédex hier. Weshalb sich Lumpy auch nicht weiterentwickeln wird. Was beschissen, weil Lumpy wird sich, Lumpy kann sich weiterentwickeln, was laber ich. Doch, Lumpy kann. Oder kann Lumpy? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Nein, Lumpy kann sich eben nicht weiterentwickeln, weil wir den nationalen Dexter-Plan nicht haben. Weshalb auch die ganzen anderen Viecher aus der dritten Gen auch keinerlei Chance haben werden und das ist scheiße. Da schauen wir einfach mal, was für Teammitglieder wir haben. Vielleicht wird sich dann, wir haben Insomnia, perfekt. Vielleicht wird sich einfach mal aus einzelnen Teammitgliedern irgendwas Episches ergeben oder sowas. Und da der bestimmt wieder Schlafpuder machen will und mich deswegen mit Wirbelwind weggepredicted. Stachelspore auch nicht schlecht. Da hat er mich jetzt genatzt, bockt mich aber überhaupt gar nicht, weil wir jetzt angreifen und das Madbo besiegen. Dankeschön. Und Blue Lantern erreicht auch Level 25. Funkensprung, her damit, direkt. Blubber weg, hau ab damit. Funkensprung, Donnerwelle. Die andere Attacke, die ich vergessen habe, und Aquaknarre. Superschall, genau, dankeschön. Oh, Bibor. Testen wir gleich mal unsere neue Attacke. Attila der Hühne. Okay, Duna. Nadel bockt halt nicht wirklich. Ich würde mal sagen, wir tauschen wieder zu Kra aus.
Damit wir das Biber dann mit dem fertig machen. Boah, wie wenig das dem abzieht, ey. Dieses positive Verteidigungswesen hilft halt echt, ne? Sudnis, ey. Wir müssen danach ins Pokémon Center gehen. Keine Paralyseheile heute. Keine Paralyseheile heute. Und ein K-Pilz. Ja, okay. Ja. Komm schon. Bitte. Komm schon. Komm schon, überleb. Ja, danke sehr. Dankeschön und scheiß. Wir haben gerade eben nicht angreifen können. Da ging nichts. Oh, fuck. Komm schon. Megasauger, ja, okay. Komm schon. Nein. Du Nutten-Sonica-Kind. Okay. Wenigstens schneller. Nicht sehr effektiv, ja, okay. Egelsam. Komm schon. Sei wenigstens paralysiert oder sowas. Shit! Fuck. Keine Chance. Wir haben verloren gegen Attila. 400 Preisgeld. Karpilz, ey. Fuck. Mit Karpilz habe ich nicht gerechnet, ey. Ganz ehrlich. Bei Karpilz ging gar nichts mehr. So. Wie viel haben wir denn an Kohle hier? Ja, okay. Stimmt. Wir haben ja 400 verloren, von daher. Okay, der hat einen Karpilz. Heißt, wir müssen bei diesem Typ aufpassen. Was ich gerade eh wieder nicht getan habe, weil ich eigentlich wechseln wollte. Aber egal. Machen wir einfach mal weiter mit Blue Lantern. Ist immerhin sehr effektiv. Ja, genau. Warum habe ich nicht gleich so gemacht? War doch gut. Was geht denn? Da geht jedenfalls nichts. Aber wenigstens machen wir gleich wieder auf. Und er kann uns nicht paralysieren oder sonst irgendwas. Außer verwirren. Was auch noch abfuckt. Aber okay. Schlaf ruhig, kein Problem. Ja, genau. Predikte uns noch mehr aus. Kannst du knicken, ey. Ach, ich lass dich drin. Da, schnabel weiter, du bockst mich nicht. Buh, wer hat fast gewonnen-hitted? Energiefokus, was willst du mit Energiefokus, Beedrillmann? Sorry, aber da geht nichts. Und gerade Level 26, das ist sehr schön. Wir lassen einfach mal drinnen. Was geht denn da? Da, okay, danke schön. So läuft's, One-Hit. Danke sehr, Level 26. So läuft das hier heutzutage, Mann. Epic. Du hast mich wieder besiegt. Natürlich habe ich dich wieder besiegt. Oh, ich bin so ein schlechter Gewinner. Nein, nicht Volume. Mach, lass die Volume ruhig so, wie sie ist. Dankeschön. Okay. Dieses Spiel ist wirklich nicht zu unterschätzen, Leute. Es wird wirklich eine Herausforderung hier. Die ich auch annehme. Warte, Decke hochziehen. So. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal ganz gechillt weiter. So Schlimmes kann nicht auf uns zukommen. Ich möchte nur... Da fehlt ein Trainer. Nein, da ist sie ja. Wir besiegen jetzt jeden einfach mal. Überall Brennnesseln und ich trage Shorts. Doppelkampf. Dankeschön. Ich liebe diese Doppelkämpfe langsam, weil ich die alle irgendwie klatschen kann. Und da geht wenig. Besonders bei so Leuten wie Radikal, die es jetzt verdient haben, paralysiert zu werden. Weil die genauso Abfuck-Attacken wie Ruckzucki drauf haben, ey. Verreck doch dran, ey. Umklammerung. Okay. Perfekt. Und Ariados ist da. Ariados ist richtig geil. Ich hatte das mal bei Heart Gold im Team gehabt. Das ist richtig gut. Psychokinese und bla. Nachtnebel. Nachtnebel ist eine richtig gute Attacke. So eine Art Geist-Geo-Wurf, nenne ich es jetzt mal. Gefällt mir sehr. Kommt cool an. Zieht manchmal mehr ab. Was heißt mehr ab? Wenn beispielsweise jetzt mein Kram nur Schnabel und Nachtnebel drauf hat und ich jetzt gegen ein Gesteins-Pokémon kämpfe, was förmlich eine Flugresistenz hat, dann kann ich immerhin Nachtnebel einsetzen und ihm Schaden in Höhe seines Levels abziehen. Kleine Nachhilfestunde. Auch wenn die meisten, die das hier gucken, schon kennen. Critical Hit, dankeschön. Ey, wir robben echt die Bude, würde ich mal sagen hier, gell? Was geht denn bei uns gerade? Und wir flitzen gerade mal ganz schnell zurück. Aber auch ganz schnell mit Super 1 Speed. Speed! Super 1 Speed! Ein Wort vergessen und eins falsch ausgesprochen. Super Formel 1 Speed, meine ich. Das habe ich von Boss und TK gelernt aus dem Tower, ersten Part von ihm. Oh, da war. Warum schaust du mich so fasziniert an? Du bist zu mir gelaufen, Punkt Auge, okay? Was hast denn du schon, was mich bocken kann? Ah!
ich muss einen Schluck trinken. Ich glaube, ich habe gerade eben mich verschluckt. Gucken, welches Level. Deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay. Immerhin sind wir schneller und können es paralysieren. Das ist schon mal die Hauptsache. Und es fängt schon mit Einigler an. Was geht denn da noch? Komm hier. Verreck bitte einfach dran und verletz dich dein Leben lang selbst. Oh Gott, wird das ätzend. Oh Gott. Nicht mehr verwirrt? Willst du mich vergackeiern oder was? Was ging denn gerade da? Eine Runde verwirrt oder was? Und Komprimator! Alter, das ist doch mal... Das zieht ja mal! Das geht ja mal! Blue Lantern geht daneben, du gehst... Was? Und alles geht daneben wegen Komprimator und Einigler zieht nichts ab. Was eine gefickte Hurensohn-Scheiße ist das denn, ey? Da geht ja mal... Ah! Magnifique, ich habe doch meine Geheimwaffe, sobald Blue Lantern gestorben ist. Oh, du bist paralysiert, es bockt mich nicht. Warum gehst du die ganze Zeit daneben, mein scheiß Komprimator? Deine Eierbombe bockt mich nicht. Greif doch endlich an, du Kretin! Gesang, wir sind wieder eingeschlafen. Zum zweiten Mal in diesem einzigen Part, ey, was geht denn da noch? Jetzt will ich aber auch nach der ersten Runde wieder aufwachen. Nicht. Komprimator, ey, der. Das Ding. Fusion mit Kapaloris gerade, also ganz ehrlich. Diese Komprimator-Doppelteam-Razzia da, ey, das ist unglaublich, ey. Verreck doch einfach dran, ist aufgewacht, greif an, dankeschön. Fickende Nudelgeburt, ey, ganz ehrlich und ohne Spaß mal so nebenbei erwähnt. Wenn das Ding auf irgendeine Art und Weise Weichei drauf hat, rast ich aus, okay? Jetzt reiß mal hier, da, Nachtnebel. Ach, scheiße. Oh, mein Gott. Wartet, ich gehe mich gerade mal selbst knechten. Das war gerade ein Riesenfehler. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Okay. Zugegeben. Hytera hat mich gerade genatzt. Ich wollte gerade ernsthaft einem normalen Pokémon mit einer Geistattacke angreifen. Flamet so viel ihr wollt. Es ist nur, dass dieses Hytera mich so sehr aufregt, dass man nach einer Zeit solche Möglichkeiten in Erwägung zieht. Aber okay. Schnabel! Und alles geht daneben, Mann! Hurensohn, scheiß Dreck! Nudelmensch! Oh Gott, ist das ätzend, wie alles daneben geht und das Vieh kann nicht angreifen. Oh Gott, ist das kotzätzend! Wer ist denn auf die... Ey, Regi, wenn du das warst, der das Ding hier eingebaut hat. Und noch ein Volltreffer? Genau. Verwandle dich am besten gleich noch in Super Saiyajin Hytera. Mach fünffache Eierbomben-Kaioken und sonst irgendein Shit. Jede Attacke, diese Trainerin, ey. Ich besieg die ganz zum Schluss. Am Ende von diesem Let's Play fick ich die ins Knie. Und meine Attacke geht dauernd daneben. Das fuckt ab. Das fuckt so tierisch ab. Das fuckt so tierisch ab, dass da nichts mehr geht, ey. Komprimator! Meine Fresse, ich geb dir gleich einen Komprimator in dein Gesicht, du nuttiges Eierkind. Okay, grad setz. Greif doch endlich an. Dankeschön. Komm, wir haben... Ja, jetzt geht deine Attacke mal daneben. Jetzt weißt du, wie das ist, gell? Eiermensch. Schwester Joy, ja, ich hab Insomnia. Was jetzt Insomnia? Feels like Insomnia. Wow, ja, Komprimator. Fluchtwert kann nicht mehr erhöht werden. Ja, genau. Ist auch so, Mann. Endlich hast du es gecheckt. Alter, wenn ich das jetzt besieg. Komm schon. Nur noch. 2, 1, 30 Sekunden nur noch. Im schlimmsten Fall geht's im nächsten Part damit weiter, ey. Besieg es, komm schon.
Komm schon, Kra. Komm schon, Kra. Ich würde sagen, wie es damit weitergeht, erfahren wir im nächsten Part von Kra versus Nutteneierkind. Ja, Eiernacken. Haut rein, Leute.